Es kommt ebenfalls ein Samba, also der zweite, das heute ganz, wir bleiben thematisch bei Zuckerhut und Peitsche. Jetzt sind Schauspieler Gerald Pichowetz und Roswitha Wieland dran. Da ging es in diese Woche im Trainingsraum ziemlich tierisch zu, also nicht so was das Tanzen betrifft, eher wegen dem, was der Gerald so angezogen hat. Im Takt war es leider nicht so ganz. Mein Kind braucht 9 Monate, um sich zu entwickeln. Also wir haben hier maximal 5. Also, was will der Mensch mehr? Schneller geht's halt. Du musst ja tanzen, wie die Katze auf deinem Shirt reinschaut. Das ist ein Fick gewesen. Irgendwann mal so das Tier in mir, trage ich aus. Die Tiere dieser Erde, die mag ich ziemlich gern. Doch am allerliebsten mag ich die Hasen und die Bären. Naja, 40, 50, 60, kann was, das schon so sein. Viele? Der ist der Hase Bi. Wieso kommt der Hase Bi? Der Hase Bi ist der Hase Bi. Also jedes Mal, wenn du es richtig machst, kriegst du sowas. Aber nur mal das richtige Wort. Jetzt darfst du mal eine so haben. Und das nächste gibt es dann danach. Jeden Tag hat er ein neues Shirt, also ich hab's lustig. Paar 06 tanzt einen Samba. Hier kommen Gerald Pichowetz und Roswitha Wieland. Habe die Ehre, ja. Da wackelt jemand um sein Leben. Wo Samba daheim. Schön. Ja. Also erstens Kompliment fürs Outfit. So wünscht man sich einen Hour Steward. Nur einmal. Und bitte schönes Augenmerk auf die Schuhe. Papst Benedikt ist noch keine 4 Wochen aus dem Amt. Und du trägst die Schuhe jetzt schon auf. Ja, das ist schön. Er hat es ja nicht mehr braucht. Ne? Also, ich bin überzeugt, der Bundeskanzler schreibt mir auch ein Dankeschreiben. So eine Wahlwerbung kriegt er nie wieder. Hast du so viel Spaß, wie es ausschaut, wenn man zuschaut? Oh ja. Ich habe auch so wenig Atem, wie es ausschaut. Also immer. Im Prinzip bleibt es gleich. Dann lassen wir die Jury kurz reden, oder? Ja, die. Damit ihr zu Atem kommen könnt, Nicole. Ja, da war auf jeden Fall Bounce-Action. Nicht im üblichen technischen Sinn, aber da war Bounce-Action. Na, ich muss sagen, also eigentlich war ich überrascht, da waren Batucadas drin.
der Rest war eher so ein bisschen unbeschreiblich jetzt für mich. Aber irgendwie musste ich die ganze Zeit an Osterhasen denken. Ich weiß auch nicht, wieso. Wobei, mein Outfit ist eher Christbaumkugel, das ich dann im Einkaufszentrum vergessen habe. Also. Aber schau. Aber Mut kann man nicht kaufen, nein, kann man nicht Fernsehen. Kaufen. Aber ich habe schon heute Morgen beim Frühstück an dich gedacht, an unseren Tanzbären. Und zwar habe ich dir jetzt sogar ein bisschen Honig mitgebracht, falls er da nicht so nett sein wird. Er passt zum, etwas zum danke. Versüßen. Was Süßes. Dankeschön. Golasch, kein Honig für dich oder brauchst du den überhaupt oder bist du jetzt eh lieb? Wenn ich ein bisschen Honig kriege für meine Haare. Ich lasse das. Mach echt, weil das wird er nicht mögen. Bitte nicht. Jetzt komme ich gerade vom Friseur. Oh. Und was macht der beruflich? Miri. Ja. Das habe ich von dir nicht erwartet. Billige Samstagabend-Gags. Also freitags wäre das nicht passiert. Heutzutage lebt ja nicht jeder von einem Beruf. Nein, also das ist ja nicht das Problem. Also gut, konzentrieren wir uns auf diesen Samba. Ja. Vielleicht erstaunt dich jetzt meine Kommentare, aber du bist musikalisch. Du musst nur das schauen, dass die Musik von oben in die Beine bringst. Dann. Mein Lieber, da sind wir stark dabei. Ich bin ja zweimal du vom Gewicht. Also ich meine, das dauert, aber ich danke dir recht herzlich für diese Kritik. Danke vielmals. Wir sehen, die Jury ist zufrieden, du kriegst Geschenke von der Jury, ich bin Honig. Ja begeistert, Honig. Du kriegst von mir auch noch was, weil diese T-Shirt-Kollektion hat mich inspiriert. Wirklich? Und ich habe mein allererstes T-Shirt-Design zum ersten Mal in meinem Leben. Ich möchte gerne, dass du es anziehst und dem Publikum erst zeigst, wenn du es anhast. Okay, dreh dich um. Ich muss mich umdrehen. Moment. Was ist denn das für ein Gräß für meinen Oberschenkel? XS. X wer? XS, das ist ja was von einem Auto. Moment. Und jetzt dreh dich um. Hast du das gewusst? Aber es ist ein sehr wohlwollendes Shirt. Weil man hat das Gesicht ganz bewusst am Brustkorb angesetzt und nicht am Bauch. Damit vielen Dank euch. Den Honig könnt ihr mitnehmen, da könnt ihr jetzt schlemmern. Und vielen Dank unserem Paar 06. Gerald Bichowitz und Roswitha Wieland. Und nochmal die komplette Nummer zum auch anrufen. 090 10 59 09 06. Super. Ja, schaut gut aus. Ja. Das lassen wir. Das lassen wir uns patentieren. Jetzt waren schon alle wirklich, du bist auch angestellt, Wahlwerbung. Mir ist ein bisschen erinnert, so, bis die Vogels so ein bisschen an einer Ketchup-Flasche. Da könntest du vielleicht noch einen Werbedeal ausreißen. Du bist jeder, jetzt hat sogar gezahlt. Bevor du bist ja jetzt im Showgeschäft. Du bist Schauspieler, du bist Theaterdirektor, du bist Kabarettist und so weiter. Das ist eine Rampensau eigentlich, wenn man so schön sagt. Und da Anführungszeichen, ich weiß gar nicht. Und das war aber nicht immer so. Als Jugendlicher, als Junger wolltest du eigentlich was anderes werden. Ja, eigentlich war es ganz wirklich ein Brotberuf. Ich wollte Koch und Konditor werden. Und warum bist du das nicht geworden? Ich habe zwei Hüftoperationen, wie wir schon einmal gehört haben. Ja, und durfte keinen stehenden Beruf ergreifen. Darum bin ich jetzt da Tänzer geworden. Ja. Ja, da braucht man, der Samba ist ja viel einfacher. Unbedingt. Also, Bäcker und also Konditor dabei? Ja, herrlich. Und diese Idee habe ich weitergegeben. Und das ist ein Brotberuf. Und da hast du gesagt, okay, ganz ein Schauspiel ist ein brotloser Beruf. Genau, dann mache ich gleich das. Aber wie du siehst, Applaus ist das Brot des Künstlers. Ich bin hoffnungslos auf Diät. Aber deine Söhne haben deine Wünsche ja erfüllt. Also der Franz Stefan, wenn ich richtig rede, und der Karl Michael. Ja. Die haben ja, das ist... Karl Michael ist Konditor. Ja. Und der Franz Stefan ist Koch. Der hat die Gastronomiefachschule Judenplatz gemacht und arbeitet bereits. Ja, großartig. Also du kannst einmal sagen, deine Kinder werden dich nicht nur ernähren, die werden auch eine Nachspeise reichen. Das hoffe ich sehr. Wir müssen weiter tun. Ich weiß nicht, wie spät es jetzt hinzieht, der Strudeltag, wir sind ein bisschen im Verzug hier. Schnell die Punkte. Bollasch Ecker, bitte. Kurvige Dreier. Nicole Burns-Hansen. Runde 5. Thomas Schäfer-Ellmeier. Auch 5. Und Hannes Nettball. 5.
Kann man sich freuen über 18 Punkte. Super. Gratulieren, gratulieren.